Jetzt hört er uns. Ah, sieht gut aus. Okay, wir haben nämlich auch wieder eine Premiere hier bei der Kanoko, einen geheimen Gast in der Leitung. Das war jetzt ein bisschen komplizierter als erwartet, aber jetzt sieht es soweit ganz gut aus. Müsst ihr euch noch ein bisschen jetzt auch, ne, bis das jetzt irgendwie klar ist, worum es hier geht. Erstmal haben wir noch ein paar andere Anmerkungen und einen wahnsinnigen Spannungsbogen. Erstmal zur Frage, was machen wir überhaupt jetzt hier noch in der Session? Ja, wir sind alle total platt und fertig irgendwie von dem Wahnsinnsprogramm heute, nehme ich mal an. Ich auf jeden Fall auch. Aber trotzdem, wir wollen hier nicht rausgehen ohne ein paar Leute, die sich verdient gemacht haben, für die gute Sache zu ehren. Das machen wir ja schon länger so. Wir haben jetzt die vierte Cannabis-Normalkonferenz und bei der ersten haben wir dann auch unseren Preis eingeführt. Hallo? Preis eingeführt? Hand-Mike? Okay. So, Hand-Mike nehmen. Beim ersten Mal, bei der ersten Kanoko hatten wir nur einen einzigen Preis. Ihr solltet doch ohne gehen. Also einschalten, ja, auch cool. Aber irgendeins ist doch an. So, jetzt habe ich sogar eins beide. Ah, okay, sollte soweit gehen. Wir hatten bei der ersten Cannabis-Normalkonferenz nur einen Preis für eine verdiente Person und seit der zweiten haben wir drei. Wir vergeben unseren Preis in den Kategorien Politik, Wissenschaft und Aktivismus, passend zu dem, was wir hier machen auf der Cannabis-Normalkonferenz, nämlich eigentlich stehen die alle unter dem Motto, dass wir diese drei Sparten zusammenbringen. Also Leute, die sie auskennen, Experten, also Wissenschaft im weitesten Sinne, die Wissen vermitteln, Politiker, die sich eben besonders für die Legalisierung von Cannabis verdient gemacht haben und Aktivisten, die sich auch besonders für die Legalisierung von Cannabis verdient gemacht haben. Eigentlich sollten wir natürlich schon ewig so einen Preis gehabt haben, ja, wir haben das immer diskutiert, aber man muss ja auch eine Gelegenheit haben, die zu übergeben. Deswegen ist der Hanfadler ziemlich stark gebunden an die Cannabis-Normalkonferenz, weil ohne coole Show sozusagen macht das keinen Spaß, einen Preis zu verleihen und deswegen haben wir zwischendurch auch immer mal wieder keinen Hanfadler verliehen, weil es einfach keine Cannabis-Normalkonferenz gab, aus finanziellen Gründen, aus Corona-Gründen, ja, und so weiter. Aber jetzt ist wieder eine Cannabis-Normalkonferenz und wir haben wieder einen Preis. Und ich glaube tatsächlich, dass der jedes Mal anders aussah. Vielleicht war der erste und zweite derselbe, da bin ich nicht ganz 100% sicher, aber es war beim letzten Mal ein anderer als der davor und diesmal ist es auch wieder ein anderer als der davor. Und dann ist wieder was Besonderes geworden. Und was es geworden ist, stellt euch mein Kollege Konstantin vor. Test, Test. Soll ich das nehmen oder soll ich das Handmikrofon nehmen? Erstmal das? Okay. Ja, bei mir scheint es zu gehen soweit. Ja, wir haben hier, mir so Glaskunst in die Hand zu geben, ist generell nie eine gute Idee. Aber ich muss euch mal kurz zeigen. Wir haben hier diesmal unterschiedliche. Das hier ist Politik. Und das ist diesmal, ja, ein Adler tatsächlich. Das ist, Politik, das ist auch deiner, Dirk. Den kriegst du dann. Das ist handgefertigt von drei Glasbläsern aus Burghausen, die sich Glaspunkt nennen. Hier seht ihr mal die andere, die sieht einigermaßen vergleichbar aus. Das ist der für Wissenschaft. Und den dritten zeige ich euch nachher tatsächlich erst. Burghausen ist tatsächlich in Bayern, also eigentlich eher schwierige Gegend für Cannabis, aber trotzdem gibt es da genug Cannabis-Community, dass so nice Glaskunst dort entstehen kann. Die sind eigentlich Bongmacher und da komme ich gleich zu. Ich hatte tatsächlich im letzten Jahr auf vielen Cannabis-Events, jetzt wo es ja entkriminalisiert ist, legalisiert ist, gab es coole Glasbläser, die vor Ort irgendwie coole Sachen gemacht haben. Und deswegen haben wir diesmal auch einen Community-Aufruf gestartet und wollten aus der Community Leute haben, die den Hanfadler machen. Und da haben sich eben die Jungs aus Burghausen gefunden. Die sind leider heute nicht anwesend. Aber jetzt die wichtigste Frage. Ja, man kann die Dinger rauchen. Man hat hier einen Kopf. Zack, chillum. Unten kommt Wasser rein. Und man zieht hier hinten am Schweif. Ja, und den ersten verleiht Georg jetzt direkt, Politik. Erke, Adler haben einen Schweif, ja, das ist für den DHV natürlich eine wichtige Sache, dass sie keinen Schwanz haben. So, mal gucken hier, wie ich meinen Gast schön in der Leitung halte. Ich könnte ihn ja euch auch bald zeigen. Ja, so ist eigentlich ganz cool gewesen, ne? Oder, lieber Gast?
Ist ja, ich kann auch so immer halten. Das ist so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen an wie Föhnen, aber ist ganz, ganz cool eigentlich. Ja. Ja, normalerweise machen wir ein bisschen mehr Spannungsbogen an der Stelle jetzt, ne, wer jetzt der Gast ist und wer den Preis bekommt. Aber in dem Fall, da er ja zum ersten Mal nicht persönlich hier ist, wie gesagt, das ist eine Premiere, dass wir auch jemand hier online mit dabei haben bei der Preisverleihung. Wir haben sowas ja gelernt in Corona-Zeiten, dass das irgendwie geht, auch wenn das vielleicht 10 Minuten später losgeht mal, ne, kann passieren. Aber ja, also da ist er, ja, unser Gast, unser Sieger. Und er fragt euch vielleicht, warum gerade er? Wir haben natürlich mehr Leute, die sich im Bundestag engagiert haben für die Legalisierung. Auch ganz aktuell gestern da gehabt. Ja, ihr habt es ja gesehen, die üblichen Verdächtigen sind natürlich die drogenpolitischen Sprecher der Fraktionen, die da besonders natürlich irgendwie verantwortlich sind für das Thema, sich besonders einsetzen. Und der erste war tatsächlich auch Frank Tempel, der gestern hier war, wo wir auch gehört haben, er hat seinen Hanfadler sogar in seinem Polizeibüro stehen, wo er jetzt wieder arbeitet bei der Polizei, um den Kollegen immer schön irgendwie Kante zu zeigen, ja, dass er auf gar keinen Fall jetzt Cannabiskonsumenten jagen soll. Ich soll das wieder nehmen hier, auch gut, ja. Ja, also 2 Mikros ist eigentlich viel besser als 1. Ja, aber Dirk Heidenblut hat halt noch ein paar Besonderheiten, abgesehen davon, dass er jetzt aufhört, leider den Bundestag zur nächsten Wahl im Jahr 2025 verlassen wird, nicht wieder antreten wird zur Wahl, was wirklich eine traurige Nachricht ist. Insofern aber auch, ja, vielleicht macht er das, um den jetzt den Hanfadler schon mal zu bekommen, ja, weil das ist ja dann auch blöd, das ein paar Jahre später zu machen erst, wenn er ja dann schon mal nicht mehr im Bundestag ist und gar nicht mehr zuständig ist. Insofern ergreift man die Chance natürlich jetzt nochmal schnell. Und außerdem hat Dirk Heidenblut auch ein paar Besonderheiten nochmal mitgebracht in den Job, die ich nochmal besonders würdigen möchte. Das eine ist besondere Transparenz. Wir haben ja jetzt eine Phase hinter uns mit der ganzen Diskussion um das Cannabisgesetz, wo wir nach Informationen gelächzt haben, ja, wir alle, ja, der ganze Weedmob und überhaupt alle Interessierten immer wieder jeden Tag und möglichst stündlich irgendwie informiert werden wollten, was jetzt gerade wieder Stand der Dinge ist. Und ja, da war Dirk Heidenblut zusammen mit Carmen Begge immer wieder fleißig mit ihren Insta-Live-Berichten. Manchmal gab es auch gar nicht so viel zu erzählen, aber dann haben sie immer gesagt, dass es nicht so viel zu erzählen gab und haben auch ausgehalten, wenn sich dann alle beschwert haben, ja, wenn er dann endlich schon wieder irgendwie ein Live gemacht hat und nicht furchtbar viel Neues dabei war und gemeckert haben, das auch auszuhalten und trotzdem den nächsten Live wieder zu machen und soweit es irgendwie ging, uns mitzunehmen, uns zu informieren. Und das ist auf jeden Fall den ersten dicken Applaus wert für Transparenz. Und aus meiner Sicht, der zweite, den ihr dann gleich anfügen könnt, ist der für Rückgrat, Arsch in der Hose oder irgendwie sowas in der Art. Ja, also mich hat Dirk Heidenblut einmal sehr beeindruckt mit einer Überschrift von einer Pressemitteilung, die er rausgehauen hat, wo stand, ich habe es satt. Wo seine eigene Fraktion bei der SPD... Also ich mache das ja auch schon ein paar Jahre, ne? Habe ich ja eben auch so eine eigene Geschichtssession hier gehabt mit meinem Leben sozusagen, ja, und aber hat noch nie irgendwie ein Politiker seine eigene Fraktion dermaßen irgendwie angeranzt, als da wirklich gar nichts mehr wieder vorwärts ging, ne? Und irgendwie das ewig gedauert hat, bis da mal ein Beschluss gefällt worden ist und so weiter. Und ich glaube, da ging es um dieses drogenpolitische Grundsatzprogramm der Fraktion, was schon lange ausgearbeitet war, durch alle Ausschüsse durchgegangen ist und dann aber irgendwie nicht verabschiedet worden ist, weil die Fraktionsspitze drauf gesessen hat oder so und Dirk Heidenblut haut die PM raus. Ich habe es satt. Großartig, ja. Und immer wieder auch in die ähnliche Richtung. Außergewöhnliche, offene Worte, auch gegenüber seinen eigenen Laden, was ich so tatsächlich auch wiederum selten gesehen habe bei irgendeinem anderen Politiker, der so
zu seinem eigenen Ding steht, zu seinem eigenen Thema steht, zur Legalisierung in unserem Fall natürlich, für eure Rechte letztendlich und sich damit auch mal mit der eigenen Fraktion anlegt und die auch mal kritisiert, auch öffentlich kritisiert. Das ist wirklich eine Angelegenheit, die so selten ist und ich habe selten einen Politiker getroffen, der mit so viel Rückgrat im Bundestag unterwegs war. Und dafür, für Rückgrat, den zweiten Applaus bitte und für den Hanfadler Politik bei der Kanoko 2024 für Dirk Heidenblut. So, und jetzt kommt Tonprobe 2.0, jetzt bin ich gespannt, ob es auch hinhaut, dass wir ihn hören können vielleicht. Ja, das ist ein guter Punkt, ja, ich sollte den Ton anmachen auch, genau, ja, ja, herrlich. Ja. Ist schon. Hört man mich jetzt? Ja, ja, wunderbar. Ich sehe Applaus, aber ich bin nicht sicher, ob das heißt, dass man mich hört. Also das hat schon seinen Grund, warum ich hier für Inhalte und nicht für Technik und Orga zuständig bin. So, wir hören Sie jetzt. Wunderbar. Dich, Dirk. Hören wir mich? Hört ihr mich? Ja? Okay. Dann einen herzlichen Gruß erstmal aus dem Ruhrgebiet. Es tut mir unendlich leid, dass ich heute nicht da sein kann. Aber wir mussten klare Kante gegen die AfD heute zeigen bei mir vor Ort. Und da konnte ich einfach nicht fehlen. Das hätte sehr, sehr merkwürdig ausgesehen. Ich freue mich aber riesig darüber, dass ich sozusagen geehrt werde mit dem Hanfadler. Ich habe gerade auch schon mitgekriegt, man kann daraus auch Züge nehmen. Ich bin dann mal sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Das muss man dann nochmal abwarten. Ich freue mich wirklich riesig und ich verspreche zuerst mal, dass ich sowohl Transparenz wie klare Worte auch in dem letzten Jahr meiner Legislatur durchhalten werde. Ich glaube, wir brauchen für die Säule 2 und für das, was noch kommen muss, noch ein paar klare Worte und auch vielleicht für die Frage, dass die geringe Menge noch vernünftig bestimmt wird. Also ab und an wird man wahrscheinlich noch klare Worte von mir hören, hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, dass sie auch dann irgendwann wirken. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich das bekommen habe. Will aber auch direkt sagen, das hat man ja gestern auch gemerkt, das Ganze hat nur geklappt und weil wir ein super Team waren. Da gehören Kirsten und Christine zu, also meine Kolleginnen aus den anderen Fraktionen, aber da gehört ganz sicher auch Carmen Wegge und selten genannt Martina Stamm-Fiebig zu. Mit der habe ich nämlich innerhalb der Fraktion, als ich das mit dem Ich habe es satt rausposaunt habe, erstmal durchgesetzt, dass die SPD überhaupt eine Linie hatte, die in Richtung Legalisierung ging. Das war ja sozusagen der erste Schritt. Also herzlichen Dank, ich freue mich riesig und ich hoffe, dass ich dann irgendwann auch den Hanfadler in der Hand haben darf. Vielen herzlichen Dank. Bis dann. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Tschüss zusammen. So, jetzt können wir das wieder wegmachen hier. Die anderen sind live am Start. Wer da live am Start ist, als nächstes erzähle ich euch nicht. Das macht wiederum Kollege Konstantin. Kann ich deinen Laptop hier wegklappen? Brauchen wir den? Nee, kannst du zumachen. Cool, ja. Ja, ich freue mich heute gleich zwei Laudatios halten zu dürfen für die nächsten beiden Kategorien Wissenschaft und Aktivismus. Der Preisträger in der Kategorie Wissenschaft hätte auf jeden Fall beide verdient, meiner Meinung nach, weil wir haben uns auf jeden Fall zusammen an der Legalisierung die Zähne ausgebissen. Ich bin ziemlich aufgeregt, deswegen verzeiht mir den einen oder anderen Patzer, weil ich darf den Preis nicht nur an einen hervorragenden Wissenschaftler und Aktivisten, sondern auch an einen guten Freund vergeben und gleichzeitig geht der Preis damit auch in meine Heimat, in meine alte. Von daher freut mich das sehr. Menschlich ist er immer offen und verständnisvoll, gastfreundlich und hilfsbereit und äußerst musikalisch. Seine fachlichen Leistungen sind unterfragbar. Nicht umsonst wird er oft das wandelnde Drogenlexikon genannt, das kann man auf jeden Fall so sagen. Er weiß wahrscheinlich noch mehr als das durchschnittliche Drogenlexikon. Er hat auch den richtigen Hintergrund. Diplom in Verfahrenstechnik, danach ein Master in Toxikologie und dann ein Doktor in England. Seitdem arbeitet er auch in dem Bereich bei verschiedenen Pharmaunternehmen und jetzt im Consulting und Prüfung. Genau,
seine Jobschwerpunkte sind unter anderem Sicherheit von Konsumprodukten, dabei vor allem auch viel Arbeit mit Computermodellen, also so Voraussagen, wie kann so eine Substanz im Körper wirken. Von daher ist der Mann für Risikobewertung für Cannabis, klassische und neue psychoaktive Substanzen. Zu den Themen hat er auch einige Publikationen veröffentlicht, zum Beispiel auch regelmäßig im alternativen Drogen- und Suchtbericht. Ansonsten hat er auch unverglichene mediale Aufmerksamkeit. Er ist in diversen Podcasts vertreten. Man hört ihm auch einfach gern zu diversen Themen, Cannabis, HHC, aber auch LSD-Derivate. Letztens ist ein Artikel mit ihm in der Zeitung erschienen bei uns regional. Und da bin ich morgens aufgewacht und hatte von meiner Oma ein Foto von diesem Artikel bekommen und dann Fabian morgens direkt nach dem Aufstehen gesehen. Genau, auch im Fernsehen und im Radio war er schon vertreten. Ansonsten am präsentesten ist er auf jeden Fall auf Twitter. Ganz ohne Frage. Aber er war auch bei verschiedenen angesehenen Institutionen schon vor Ort, hat gesprochen, zum Beispiel bei Oxford oder eben Tomatolix. Sein Aktivismus breitet sich über viele Organisationen aus. Er war Vorstand bei Encod, hat also auch schon auf EU-Ebene gearbeitet, aber er ist auch Mitglied im Schilderer Kreis, hat die DAV-Ortsgruppe Darmstadt mitgegründet und ist regelmäßig auf allen möglichen Demos, Speaker, auf der Hanfparade, auf den GMMs, gerne auch mal an mehreren Wochenenden. Und genau, er war auch heute Speaker, hier auf der Kanoko. Von daher bitte Sie diesen Preis nicht als Abschluss, sondern als Ansporn, genauso weiterzumachen. Aber dass wir am Anfang sind, weißt du wahrscheinlich am besten. Und jetzt freue ich mich, dich auf die Bühne zu holen, Fabian. Fabian Peter Steinmetz. Ja. Hast du verdient. Ja, ich glaube, eins. Mic check. Sorry. Ich bin zwar regelmäßig auf Veranstaltungen, wo man Preise gewinnt, aber ich habe in der Tat noch nie einen Preis gewonnen. Deswegen finde ich es umso schöner, dass es jetzt auch ein Preis ist, der mir so viel bedeutet. Also ja, wieder ein bisschen surreal für mich. Deshalb auch nur ein ganz kurzes Danke an die vielen Aktivisten, die mich in den letzten Jahren begleitet haben. Insbesondere natürlich meine Homies vom Weedmob. Dann gerade in der Wissenschaft, die KollegInnen vom Schildower Kreis, wo ich unter anderem auch Georg kennengelernt habe. Und natürlich auch meine Homies in Darmstadt, DAV Darmstadt, super Ortsgruppe, ich mag die alle so super gerne und so, genau. Und ansonsten obligatorisch möchte ich natürlich noch meiner Family danken, also beispielsweise insbesondere meiner Frau, die mir halt auch ermöglicht, dass ich sowas wie hier regelmäßig machen kann, meinem BFF Jace. Und auch interessanterweise meinem Vater, und zwar, weil mein Vater mein persönlicher Endgegner ist. Er ist gebildet und intelligent und trotzdem ist er Prohibi. Ich debattiere mit ihm seit über 25 Jahren regelmäßig. Und mittlerweile habe ich ihn so weit, dass er ab und zu schmunzelt, weil er weiß, dass ich Recht habe, dass wir Recht haben. Wir sehen uns auf der Handparade. Vielen lieben Dank. Lass ihn stehen, den bringen wir, packen wir nachher ein und bringen ihn dir vorbei, würde ich sagen. Ah, okay. Also mach ich direkt weiter. Zumindest kannst du hier bleiben erstmal. Ein paar Sachen wollte ich jetzt zwischendurch mal noch erzählen. Morgen geht's ja hier noch weiter. Dass ihr nicht alle jetzt nachher weglauft. Erstens haben wir noch einen Haufen Feierei vor der Nase. Heute machen wir die Tür hier erst um 4 zu. Gestern haben wir euch ja um 1 rausgefegt, damit heute noch ein bisschen was im Kopf übrig ist sozusagen. Ja. Ihr könnt aber natürlich heute, wenn ihr wollt, ein bisschen länger und wilder treiben. Trotzdem, gut, genau, um 21:30 ist die Garderobe zu. Das wollte ich zu heute Abend auch noch sagen, ja, also 9:30. Falls ihr irgendwie Klamotten an der Garderobe habt, ab dann ist sie nicht mehr bewacht. Ab 9:30.
Trotzdem könnt ihr bis 4 Uhr hier bleiben und rumfeiern und so weiter, wenn ihr wollt. Ja, wenn ihr alle um 1 nach Hause gehen wollt, macht das halt auch. Ja, ist auch okay, aber ihr könnt auf jeden Fall länger feiern heute. Und falls ihr länger feiert, trotzdem morgen hier um 10 Uhr wieder weitermachen. Ja, morgen ist morgen ist nämlich nur noch eine Session. Das kann man auch ein bisschen müde machen. Ja, da kann man sich trotzdem auch beteiligen. Und wir brauchen ja morgen eure Beteiligung, weil morgen treiben wir diese ganze Publikumsbeteiligung nochmal auf die Spitze. Morgen geht es eigentlich nur um Publikumsbeteiligung. Mariana Grillen, ihr habt das mitgekriegt, ja, Nils Habers wird morgen hier Rede und Antwort stehen und es ist auch zum ersten Mal so, dass wir eine Session machen, in der es eigentlich nur darum geht, jemanden zu kritisieren und der auch noch einen Arsch in der Hose hat, ne, von wegen Rückgrat hatten wir gerade schon mal, der sich dann auch reinzieht, ja, die CDU kommt ja immer nicht, das habe ich aufgegeben, die überhaupt einzuladen, ja, verstehe ich auch, ja, die können uns hier, können ja keinen Blumentopf gewinnen, ja, würde ich auch nicht machen, wenn ich Pilsinger wäre. Aber Nils Habers von Mariana macht das und das wollen wir kräftig nutzen morgen. Lasst uns ihn löchern mit Fragen und von daher, in welchem Zustand auch immer, ja, bitte morgen hier um 10 nochmal aufschlagen. Klatschen genau, wenn ihr wollt, das ist immer gut. Und danach haben wir gerne noch ein bisschen Feedback von euch. Ja, dafür reicht es dann vielleicht auch noch gerade. Ne, mal eben so sagen, wie ihr fandet und so weiter. Und ob ihr vielleicht nochmal eine Kanoko haben wollt, weil so 100% sicher sind wir uns da nicht. Ja, also wird auch noch spannend morgen, ja, euer Feedback einzuholen. Ja, und wenn ihr jetzt irgendwie, habt ihr mitgezählt? Fehlt noch einer, ne? Wir haben erst zwei. Ich bin jetzt auch fertig mit dem ganzen Orga-Gemüse. Ja, überhaupt bin ich jetzt fertig. Ne? Ich gehe jetzt nur noch feiern und Konstantin macht den Rest. Ja, danke. Ich freue mich auch aufs Feiern. Aber einen Preis haben wir noch, nämlich in der Kategorie Aktivismus. Und den hatte ich euch noch nicht gezeigt. Der sieht so aus. Der sieht noch mehr nach Bong aus als die anderen und ist natürlich auch rauchbar. Und zwar gibt es einen besonderen Preis, weil wir haben einen besonderen Preisträger. Auch den würde ich als guten Freund bezeichnen und auch der ist definitiv ein wandelndes Drogenlexikon. Hier ist es ein bisschen schwieriger mit den persönlichen, menschlichen Qualitäten, weil der ist einfach viel zu vielseitig. Ich habe aber gehört, in seiner Freizeit hat er manchmal ein leeres Glas und ein volles Glas mit Wasser und nimmt einen Löffel und schüttet das Löffel für Löffel um, bis er fertig ist und dann wieder andersrum. Aber es ist so ein Freizeitding. Aktivistisch hat er so im September 2019 gestartet, da ging es los mit den ersten Tweets aus der Richtung und seitdem ständiges Wachstum. Ganz viele Hoch und Downs, vor allem jetzt im letzten Jahr. Also er hat alles mitgemacht, weil die mentale Gesundheit hat mit Sicherheit auch gelitten, aber das kennen wahrscheinlich viele hier aus dem Raum gerade vom Anfang des Jahres. Ja, ihm wurde tatsächlich auch schon Cyberkriminalität vorgeworfen wegen Cannabis. Ja, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Und sonst auch. Jeder Artikel, jeder News hat er als erstes und unter jedem Post auf Twitter oder wo sonst ist er immer als erstes da. Ihr habt vielleicht schon gedacht, es geht um den Weed Mob. Die meisten kennen den Weed Mob wahrscheinlich, falls jemand den Weed Mob noch nicht kennt. Weed Mob, das Weed steht für Weed, aber auch für Widerstand. Und das Mob steht für Mob, aber auch für Masters of Bubats. Genau, da gibt es ein sehr schönes YouTube-Video zu, könnt ihr mal euch anschauen. Genau, wer fühlt sich denn hier dem Weed Mob zugehörig? Wer ist Weed Mobber? Steht gerne mal auf irgendwie. Ja, jeder, der sich angesprochen fühlt, darf gerne aufstehen. Ja, auch hier gilt, der Preis ist noch kein Abschluss, sondern ein Ansporn weiter. Bleib ruhig stehen. Ich fasse mich kurz. Kein Abschluss, kein Ende, sondern ein Ansporn, genauso weiterzumachen. Genau, falls ihr Bock habt, könnt nachher jeder mal in der Bongbar eine Runde. Wir haben aber auch andere Bongs, falls ihr die lieber sauber lassen möchtet. Aber da auf jeden Fall vorbeikommen, es lohnt sich. Es gibt auch Dabs. Genau, und dann würde ich tatsächlich alle vom Weed Mob auf die Bühne bitten.
Oder auch auf anderen Plattformen. Cool. Kommen noch welche? Ja, gerne. Gerne. Ja, man sieht, der Weedmob ist groß, der Weedmob ist vielseitig. Schön, dass ihr alle da seid. Wer möchte den Preis entgegennehmen und ein paar Worte sagen für den Weedmob? Ja? Also können auch gerne mehrere ein paar Worte sagen. Ja, hier erstmal. Ich würde unten anfassen. Genau, da ist sogar locker. Test. Das könnte dann sein. Ja, wir sind Weedmob. Wir sind alle der Weedmob. Ne? Wir sind Aktivisten. Wir haben viel geleistet. Wir wurden gehört. Wir waren laut. Wir wurden leider nur nicht verstanden. Und deswegen bleiben wir. Ne? Wir bleiben natürlich, bis wir unsere Legalisierung haben. Und ja, deswegen geht's weiter. Danke. Nimm unten auch am besten. Ja, was habt ihr damit vor? Einwein. Sehr gut. Ja, pragmatisch würde ich den anderen auch raten. Heidenblut ist jetzt nicht hier. Ihr könnt euch hier noch so einen Bommel abholen. Jeder kriegt noch so einen Bommel, weil nicht jeder so eine Bon bekommen kann. Als kleines Andenken. Und dann wünsche ich euch viel, viel Spaß auf der Party. Lasst es krachen. Quatscht mich an, wenn ihr smoken wollt. Ja, vielen Dank. Jetzt geht's zur Party Lounge, Smokers Lounge. Und wir sehen uns morgen. Schönen Abend. Ja.